Ach, immerhin ist er nicht blind. Thanos. Thanos Fluring. Könnt ihr mich hören? Mach doch bitte etwas mehr Licht. Dunkler und in der Dunkelheit kommen sie. Wer kommt? Thanos. Licht. Albträume. So finster. Lass mich versuchen, ihn zu heilen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Verletzungen sind schrecklich. Wartet mal, ich habe hier noch etwas Salbe, die gegen Brandwunden hilft. Ja, tragt sie auf. Ich bereite ein Gebet vor. Ja, Isarun kramt dann ihr Töpfchen mit der Chonchini-Salbe heraus und beginnt, die auf die Brandwunden von dem Ritterkönig aufzutragen. Kannst dann noch die restlichen Rüstungsteile ausziehen, die er nicht dann geschafft hat, und siehst, dass er ja fast bei lebendigem Leib gekocht wurde. Großflächig auftragen. Lenkt ihn doch mal ein bisschen ab, während ich hier arbeite. Titschel mal seine Wange. Thanos! Bleib bei uns! Bitte, Magier. Bei mir. Wenn ihr ein Freund seid, dann macht ihr Licht an. Wenn ihr ein wahrer Freund seid, dann macht Licht. Es ist hell. Nun ja, mehr oder weniger. Dunkelheit kommt. Was seht ihr in der Dunkelheit? Die Albträume. Schwarze Drache. Assassor. Der Drache ist fort, Thanos. Was ist euer Verdienst? Mögt ihn vielleicht nicht zu seiner finsteren Herrin geschickt haben, aber ihr habt auf jeden Fall ihn von hier vertrieben. Er erzählt uns. Ich fange leise an zu beten. Gütige Herrin Perreine, obermherziger Boron, meine Herrin Raya, sieh diesen armen Sterblichen vor dir, ich bitte dich, nimm ihm die Schmerzen, schenk ihm von deiner Lebenskraft, heil ihm in deinem Namen. Ich möchte mitbeten, wenn er was macht. Und ich habe aufgewertet auf mehrere Personen, dass wir alle geheilt werden. Auf PP, dann bekommt jetzt jeder. Jeder bekommt Stern, jetzt LKP-Stern plus 3. Plus 3. Moment, ich möchte mitbeten. Dann gibt ein Mitbetende wie viel? Nicht so viel. Pro 3 von mir kriegt er einen LKP obendrauf. Nicht LKP-Stern, LKP. Pro 3, ja. Du gibst da sogar keinen weiter. Da wird nicht aufgerundet. Also ist eine 1 Erleichterung für mich, das heißt 13 Punkte über. Also 16,5 sind 7 plus 3. Nee, plus 5. Ich habe auch gehört, dadurch plus ist 5, es okay. LKP Stern plus 3. Hast du dir das 15 Karma oder wie viel? Es sind LKP Stern halbe plus 5. Wenn du auf Grad 2 aufwertest. Oh, stimmt, dann ist das jetzt 7 plus 5 plus 3. Also 15. Warum jetzt 7 plus 5 plus 3? Weil LKP Stern halbe plus 5. Und dann gibt es das Ding nochmal plus 3. Nein, es sind LKP-Stern halbe. Es geht von LKP-Stern halbe plus 3 auf LKP-Stern halbe plus 5 von Grad 1 auf 2. Genau. Okay, gut, dann. Ja, 12. Genau. Immer noch viel ist. Ja, das ist auf alle Fälle für eine ganze Menge. Ja, und während Isarun aufträgt, könnt ihr sehen, wie sich dann der vernarbte Körper so ein bisschen erholt und da versucht, sich dann eben neue Haut zu bilden. Ich möchte. Hat mit uns gesprochen. In unseren Köpfen. Schrecklich. Hat uns Bilder gesandt. Wir konnten sie nicht verstehen. Wir sind verrückt geworden. Das sind so grausame Bilder. Tausende von Jahren alt. Die Flamme von Pyrrhakor. Habt keine Furcht. Den kriegen wir auch noch. Wir müssen trotzdem noch überprüfen, ob die Gräber der ehemaligen Kaiser geschändet wurden oder nicht. Ich würde vorschlagen, wir bleiben hier. Isa und ich bleiben hier und ihr sucht die Gräber ab. Schall von Ankari und dem Boten ist er der Marschall geworden. Schall von Pyrrhakor.
Der Adjutant. So alt. Er will ein neuer Drachengott werden. Aber das habt ihr verhindert. Erst einmal. Kommt, wir gehen. Je schneller wir ihn hier wegbringen können, desto besser. Zum Glück haben wir die Noeniten schon angefordert. Ja, und Seraphim geht jetzt erstmal in Richtung dieses, dieses Kaisergrabes. Möchten wir das mal anschauen? Ja, die Bohrenhalle hinunter kannst du wie gesagt sehen, dass da wohl reingespien worden ist mit drachischem Feuer. Die Sachen geschmolzen sind, sehr einsturzgefährdet sieht es aus, also es ist einfach verheert. Was da genau mal stand, kannst du so nicht mehr identifizieren, entziffern. Die Stoffvorhänge, die hier schwarz ehemals runterhingen, allesamt verbrannt. Der Tempel muss also ebenso neu gebaut werden. Aber du hörst nochmal in die Finsternis, du kannst nichts kratzen hören, keine Ghule oder so, die hier dann rumlaufen, keine Untoten. Kannst aber noch sehen, nebenbei aufklauben, die neu geschmiedete bzw. neu mit einem neuen Schaft versehene Lanze Finsterfang. Also auch noch nebenbei aufklauben. Steckt die hier einfach im Boden? Ist die wieder aus ihm rausgefallen? Oder? Die liegt auf den geschmolzenen Stein irgendwo. Also hat es den Anritt nicht geschafft. Du kannst ja wohl auch noch sehen, wie da ein verbrannter Pferdekadaver liegt. Und ja, ich sammle erstmal die Lanze ein und gehe dann zurück. Ich habe die Lanze wieder gefunden. Wir müssen mal mit irgendeinem Bautrupp da reingehen und überprüfen, welche Kaiserleichen uns fehlen. Wurde ja gesagt, dass er besonders mächtige Untote aus ihnen herbeirufen kann. Dann aber denkt ihr, er hat sie mitgenommen? Naja, was würdet ihr wohl tun, wenn ihr auf einmal die besten Untoten eurer gesamten drachischen Lebenszeit rufen könntet und nicht nur einen, sondern 100? Na, ich weiß nicht, ob es 100 sind, aber Dutzende. Und ich weiß, was ich tun würde. Drache irgendein Ziel hier. Ich weiß, was ich tun würde, wenn mir der Ritterkönig einer Lanze in die Seite rammt. Ich glaube nicht, dass er ihn erreicht hat. Ja, zumindest so, wie die Lanze lag. Und auf jeden Fall ist sie noch in einem Stück. Und dafür sollten wir in Grimbul dankbar sein. Richtig. Aber wir müssen trotzdem jetzt auch mal so langsam zurück. Außer ihr wollt hier übernachten. Ihr habt recht. Könnt ihr nur Ring tragen? Ja, aber das wird dem Mann höllisch wehtun. Ihr seht doch seine Verbrennung. Wir können ihn wohl kaum hier liegen lassen. Das ist richtig. Könnt ihr den... Obwohl, Keras hat schon alles getan, richtig? Ja, leider. Wickeln wir ihn ein sauberes Tuch ein, damit seine Wunden nicht verschmutzen. Ich könnte anbieten, ihn auszunocken. Nein, wir wollen nicht noch einen Gehirnschaden verursachen. Ich hätte noch andere Substanzen, die seinen Schmerz momentan verringern würden. Wir werden jetzt nicht anfangen, dem Mann Boronwein einzuschenken. Das wo ist habt ihr denn überhaupt? Nun, ich könnte ihm etwas von meinem Wein geben. Tut es. Wenn ihr noch etwas habt, um sein Leiden zu lindern. Dann ziehe ich jetzt mal meine Drogen raus, die ich damals vom Karinor gekriegt habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Ja, musst also, du die Keras fragen. Nee, das habe ich vom... Bohrenwein. Bohrenwein. Ah, okay. Ja, dann ist es doch Bohrenwein. Ich nehme mal meine Flasche von der Seite meines Gürtels und setze sie dem Mann in den Mund, damit er trinken kann. Ja, verbrannte, spröde Lippen, wird er alles trinken, was du ihm da anbietest. Ich hoffe, das hilft wenigstens ein wenig. Der heilige Wein der Raya. Ja gut, das ist vermutlich besser als Boronwein. Ja, ich trage ihn. Gut. So könnt ihr... Wie eine Prinzessin. So könnt ihr gemeinsam mit euren neuen Funden, sprich der Lanze, der Kugel, der Axt und Danos von Luring, dem Ritterkönig, gemeinsam wieder den Rückweg antreten. Zurück in die Stadt. Die Sonne geht mittlerweile unter. Ihr könnt die ersten paar Rauchsäulen sehen. Versuchen die grimmige Kälte dann nach draußen zu treiben. Trotz der Nässe, trotz des Regens der letzten Tage. Versucht man wenigstens sich etwas zu wärmen.
Dann könnt ihr Gareth wieder erreichen, eintreten und über die Straßen, Gassen und Winkel wieder gemeinsam mit Thanos von Luring an der alten Residenz vorbeiziehen und bringt ihn in die Villa Carino. Wir schreiben immer noch den ersten Ingrim, später Abend. Ja, Lan, die Statue, guck dir die jetzt mal an, die sieht doch komisch aus. Ja. Mal runter. Ich meine, ich laufe mal um die Statue rum, reibe mir durch den nicht vorhandenen Kinnbart. Also das mit den zwei Gesichtern habe ich noch nirgendwo gesehen, außer bei Fax, meine ich mal, aber das ist ja, ich meine, ich habe mal von einer gehört, die den Lohwagen stehen haben. Da ist halt die rechte Seite des Braios und die linke Seite des Voron, aber das ist auch deren eigene Ketzerei. Aber das hier? Du darfst mir Götter- und Kulteprobe machen. Plus 13. Den Ding ist immer drin. Gucken wir mal. Ein Wissenstalent. Die anderen dürfen das übrigens auch machen. Rafim und Keras haben, glaube ich, schon gewürfelt, aber für die ist das sowieso komplett unbekannt, aber alle anderen Mittelreicher bzw. Horasier dürfen würfeln. Lohnt sich das, die 20 zu shippen? Nee, oder? Warte, ich bräuchte 5 über von 18 auf 5. Nee. Nein. Nee. Bei Iserun vielleicht. Iserun die 16? Bei Iserun die 16, das würde was bringen. Ja, könnte sein. Ja. Jetzt ist natürlich der Sand in dir gesprengt, hast du dann keinen mehr. Gucke mal. Das ist das. Das ist eine Abbildung der Priesterkaiser. Priesterkaiser? Also jetzt aus der Zeit der Priesterkaiser oder stellt das einen bestimmten dar, oder? Nee, es geht nicht um die Priesterkaiser selbst, sondern Praios wurde damals so dargestellt. Auf der einen Seite als Richter. Ja, zweigesichtig auf alle Fälle. Du bist dir nicht genau ganz sicher, worum es da ging oder was der Auslöser war, aber in Zeiten der Priesterkaiser wurde er zweigesichtig dargestellt. Das muss jetzt also auch schon 370 nach Bosporans Fall. Bruder der Zweite. Müsste man natürlich geschichtlich gebildet gewesen sein, was da genau der Auslöser gewesen ist, aber das sind so die Gedanken, die dir gerade durch den Kopf gehen. Da war was mit so einem der Priesterkaiser. Damals wurde das anscheinend so dargestellt. Kann ich mal Geschichtswissen würfeln oder so? Ja, auf alle Fälle. Geschichtswissen. Was sind denn jetzt nochmal Priesterkaiser? Vor langer, langer Zeit haben die Gewalten des Paios es an sich genommen, die Geschicke des Reiches zu lenken. Bis dann irgendwann Rohal kam und sie vertrieb. Gehen wir nicht näher auf die Details ein. Viel wichtiger ist doch der Auslöser und den kann Iserun mit sagenhaften 13 Sternchen auch nennen. Also es ging um Rude den Zweiten von Gareth. Der war nämlich Thronfolger für den Kaiserthron, wurde aber kurz vor seiner Krönung ermordet. Und dann? Erzählt ihm doch von wem. Das weiß ich leider nicht. Aber jedenfalls kam es dann in dem Zuge von dieser Geschichte zu einem großen Streit zwischen der Praios und der Rondra-Kirche. Die haben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. Und also irgendwas war auch mit seinen Wunden, aber ich weiß nicht mehr genau. Also die waren wohl irgendwie komisch. Jedenfalls hat man es nicht so richtig rausgefunden. Und ja. Damals konnten ja die Töchter noch nicht erben und dadurch ist dann die direkte Thronfolge seit Raoul von Gareth erloschen. Also die Blutlinie wurde nicht mehr fortgeführt und dann kam eben die Priesterkaiser dran. Was ist jetzt ein Priesterkaiser? Die Priesterkaiser waren Geweihte des Praios, üblicherweise der Bote des Lichts, der gleichzeitig den Greifenthron in Gareth besaß. Besetzte, bekleidete. Und dann hatte der auch Kinder, oder nicht? Für gewöhnlich. Also, dann hat er das Amt des Kaisers vererbt und wurde dann gleichzeitig Bote des Lichts vererbt, oder ist immer der neue Bote des Lichts Kaiser geworden? Ja, das war, die Ämter waren auf jeden Fall miteinander verbunden. Und jetzt, wo ihr fragt, muss ich gestehen, ich bin mir gar nicht so sicher. Ah, ist das also deswegen verboten, dass man beides innehaben darf?
Jedenfalls wurde es danach verboten, genau. Also es war auch eine schlimme Zeit zum Beispiel für Rondra-Geweihte, die Priester-Kaiser-Zeit. Die wurden da ziemlich verfolgt, eben weil es diesen Streit zwischen den Kirchen gegeben hatte. Meine Preioten haben Rondrianer verfolgt? Ja. Der Rondra-Kirche lastete man allgemein an, den Thronfolger ermordet zu haben. Allen Geweihten? Naja. Aber was macht dann diese Statue hier? Sollte die dann nicht eigentlich abgerissen werden oder sowas? Oder hebt man sowas auf? Wenn ich mich nicht täusche. Was muss sie alt sein? 600 Jahre? Mindestens. Und wie gesagt, in der Rohalszeit wurden eigentlich, denke ich, die meisten dieser Statuen vernichtet, demontiert, in irgendwelchen Kellern verschwunden. Vielleicht war euer Onkel ein Kunstsammler. War euer Onkel ein Kunstsammler? Er hat gesammelt, er hat auch Kunst gesammelt, aber ich glaube nicht, dass er das als Kunst bezeichnen würde. Und jedenfalls diese zwei Gesichter gibt dann die beiden Facetten ihrer Herrschaft wieder. Zum einen natürlich der Bote des Lichts und auf der anderen Seite eben der Kaiser. Meine Diener hatte gesagt, dass die Statue schon ewig hier steht. Wahrscheinlich sogar bevor und meiner Familie diese Villa gehört hat. Ist das nicht bei euch in Alanfa auch so? Der Patriarch, der von eurer Kirche, von eurer Voron-Kirche, ist gleichzeitig auch der Herr von der Herr der Stadt? Vielleicht sah er nicht zwangsläufig, aber aktuell ja. Vielleicht sah euer Onkel den Zusammenhang und stellte sie deshalb hier auf. Behielt sie zumindest. Möglich. Wem gehörte die Villa denn vorher? Das wissen wir nicht, aber ich habe dem Diener angewiesen, dass er mal die alten Unterlagen heraussuchen soll, damit wir uns die angucken können. Gewöhnlich würde ich sagen, wir schauen im Rathaus nach, aber da wird alles verbrannt sein. Ja, der Bürgermeister war nicht unbedingt kompetent. Ich denke nicht, dass er irgendwas Zusammenhängendes an Informationen gesammelt hatte. Aber was machen wir denn jetzt mit dieser Statue? Ist die verboten? Müssen wir die abreißen? Können wir die ja verstehen lassen? Was sagt denn euer Rechtsverständnis dazu? Ihr habt doch mehr Ahnung von sowas. Und wäre Rohal der Weise noch am Leben, müssten wir sie sicherlich aber fortschaffen. Aber mittlerweile ist all dies wohl im Dunkel der Geschichte verschwunden. Eine zeitgenössische Darstellung ist es nicht, aber es ist doch kein Verbrechen, so eine Statue zu haben. Das ist halt... Ja, das wird heute nicht mehr so gelehrt. Aber ist das denn jetzt nicht schon die dritte seltsame, eigenartige Statue, die wir finden? In der Tat. Vielleicht hängt das was mit diesen komischen Wesen zusammen, die Abel mir gefunden hatte. Wesen? Ja, Wesen. Jemand, die... Hier, wie habt ihr sie genannt? Gargüle. Nicht Goblins. Ja. Gargüle, genau. Entschuldigt, aber was sind Gargüle? Diese Steinwesen, die wir in der alten Residenz gefunden haben. Auf den Dächern. Lebende Statuen. Ich glaube, die sind sowas wie Golems, oder? Nein, Golems sind etwas anderes, aber vergleichbar. Ach, die anderen drei dürfen auch nochmal eine Sinnenschärfe plus 13 würfeln. Welche anderen drei jetzt? Raphim und Kiaras nicht, die haben schon. So, okay. Doppel 1 ist immer drin. Also, da oben sind jetzt lebende Statuen? Nun, ich habe noch keine davon gesehen, wie sie sich bewegt. Oh, bin ich schlecht! Nun, die sind zumindest magisch. Der Rund ist heute echt unsere Rettung. Richtig. Teils dämonisch. Sie haben aber auch Spuren feischer. Nun ja, Kräfte. Aber die sahen doch ganz anders aus. Sollten wir die dann nicht da mal entfernen? Ich meine, willst du sie hochheben oder? Naja, wenn da oben lebende Statuen stehen und unsere ganzen ehemaligen großartigen Verbündeten versammeln sich unter ihnen schon irgendwie? Ich weiß nicht, was ich von diesem lebenden Statuengewehr halten soll. Ich meine, ich habe noch nicht gesehen, wie sich eine bewegt. Ihr vielleicht? Nein. Seht ihr? Nee. Vielleicht ist das nur irgendein theoretisches Magierkonstrukt, denn in Wahrheit leben sie gar nicht. Nein. Aber, schaut doch mal genauer hin, hier an der Waage da. Wo die festgemacht ist an diesem Dings da, wo die Waagschalen sind. Das ist doch nicht aus Stein. Das ist doch wieder so eins von diesen Kettengliedern. Goldenes. Da müsst ihr schon genauer hinzeigen. Ich sehe da nur Stein. Ja, Isarun
tippt mal auf das goldene Kettenglied. Guckt hier. Da ist aber ganz schön viel Dreck drauf. Ja, wurde anscheinend nicht Staub gewischt. Was macht das? Wie zum... So haben wir eine Statue aus der Zeit Hela Horas. Eine aus der Zeit der Priesterkaiser und eine... Wie alt waren die am Zwölfgötterplatz? Nicht so sehr, oder? Das weiß ich gar nicht. Also sagen wir einfach mal reichlich neuere, die alle drei selbe Art von Kettenglied aufweisen. Ich hätte ja auf den gleichen Künstler getippt, wenn diese Statuen aus der gleichen Zeit stammten, aber das tun sie ja offensichtlich nicht. Sind das vielleicht Fälschungen? Hat vielleicht einer alle diese Statuen gestohlen und sie dann durch eine handwerklich gute, aber minder alte Exemplare ersetzt? Aber das ist doch reichlich exzentrisch, also an allen irgendwie so ein goldenes Dingens anbringen. Vor allem, wenn man sich mal sie so ansieht. Doch, die Statue war aus purem Gold, oder? Die hier? Nee, ist Stein. Ja. Aber sie sind doch handwerklich gut gemacht. Jemand, der solche Statuen macht, müsste doch keine... Nein. Ich könnte es mir vorstellen als gar ein fächsisches Stück, dass vielleicht ein Geweihter sich die edle Aufgabe gesetzt hat, alle Statuen der Stadt auszutauschen, und er hat in jeder so einen goldenen Hinweis hinterlassen, um klarzumachen, diese hat er schon ausgetauscht. Auf jeden Fall ist diese Statue mit dem goldenen Ding schon eine ganze Ewigkeit hier. Das muss lange her sein. Vielleicht entdecken wir das jetzt nur gerade, weil alles andere vernichtet ist. Das ist doch die Stadt des Fuchses, oder nicht? Man sollte ja wohl hoffen, dass die Geweihten des Fex Besseres zu tun haben, als an irgendwelchen Statuen rumzufummeln und goldene Sachen anzubringen. Nun, ihr kennt doch Fex-Geweihte. Sie sind durchaus für so manchen Schabernack zu begeistern. Ich klopfe mal irgendwo unten an der Ferse oder so, mit der stumpfen Seite von meinem Dolch, also mit dem Knauf ein bisschen dagegen, und schaue, ob da irgendwie der Mörtel abblättert. An irgendwo anders, wo der Mörtel abblättert? Ja, die andere Statue war ja nach Ömers Ansagen an Gold. Ich will schauen, ob die hier auch einfach nur übermalt ist. Das hat zumindest Ömer behauptet, ja. Du kannst da rumkratzen und schabt auf Stein und musst da ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Das ist massiver Stein. Also die hier ist zumindest nicht so aus Gold wie die andere, die nicht von Firon, sondern von Ömer waren. Vielleicht war die letzte, die auf dem Zwölfgötterplatz, sein Meisterstück, und vielleicht ist die aus komplettem Gold. Wisst ihr, vielleicht hat er sich irgendwie ein eigenes Ziel gesetzt, 15 Statuen oder sowas, oder 12 Statuen auszutauschen für die 12 Götter, und die letzte hat er dann aus purem Gold gefertigt, mit den Erlösen aus den anderen Statuen. Die anderen beiden Statuen haben ja auch Heilige dargestellt, und das hier ist Praios. Priester, Kaiser Praios, aber Praios nichtsdestotrotz. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das hier ein göttergefälliger Streich sein soll. Also mit dieser Statue vielleicht, aber am Zwölfgötterplatz. Also ein Fex-Geweihter käme doch nicht auf die Idee, einen der anderen Zwölfgötter auszutauschen durch eine Statue eines der Märtyrer. Da habt ihr recht, das stimmt. Aber mir fällt nichts anderes ein. Glaubt ihr vielleicht, das hängt mit diesen seltsamen Zeloten zusammen, die ganze Zeit über die acht Märtyrer sprechen und so seltsam verdreht sind? Das habe ich auch erst gedacht, aber jetzt ist ja eine Statue ohne diese Märtyrer hier. Wartet mal, wir reden doch die ganze Zeit von diesem Goldschmied. Bis jetzt... Also erstmal, bis jetzt haben wir hier noch keinen Zeloten gesehen. Vielleicht gibt es hier jetzt einen, der direkt Praios predigt. Zum anderen hat Isaron recht, der Goldschmied. Ich meine, was wenn er irgendwie so ein verrückter Goldschmied ist, genauso beknackt wie diese eine Zelotin, mit der wir gesprochen haben, und jetzt an irgendwelche Statuen irgendwelche goldenen Sachen dran macht. Zu welchem Zweck? Ich weiß es nicht, vielleicht ist er einfach verrückt, vielleicht ist er aber auch niederhöllisch beeinflusst. Möglich, aber doch sehr unwahrscheinlich. Die eine Statue war doch unter dieser Brauerei, die war doch schon ewig verschollen. Ja, das stimmt wohl. Ich denke nicht, dass es niederhöllisch ist. Die würden uns schon längst das alles ins Gesicht treiben. Also es ist auf jeden Fall sehr verwirrend. Könnt ihr nochmal bitte zeitlich für mich einordnen, wie weit das auseinander liegt? Diese ganzen Zahlen und Daten, die ihr da genannt habt, sagen mir nichts. Also 100 Jahre, 1000 Jahre, wie viel Zeit liegt dazwischen? Also die hier, ich klopfe mal dem Praios aufs Knie, wenn er auf dem Sockel steht, ist ja wohl etwa 600 Jahre alt.
Okay. Zwischen 700 und 500, halt vor der Rohalszeit. Hm? Und die da unten im Keller, sagte Answin doch, was hat er gesagt? Nee, aber mir war das auch. Hela Horas? Etwa 1000 Jahre. Ja. Und dann die auf dem Zwölfgötterplatz kann so alt nicht sein. So, keine Ahnung, 200, 300 Jahre höchstens. Würde ich schätzen. Aber das muss dann ja im Nachhinein gemacht worden sein. Ich meine, das ist vielleicht irgendeine Art, keine Ahnung, vielleicht irgendein Bildhauer-Schule, die so etwas lehrt? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Bildhauer-Traditionen, dass man eine goldene Schärpe in seinen Stadion versteckt? Noch nie von gehört. Die also Frage, so eine Art Handwerkszeichen? Die Frage ist, was passiert, wenn man diese Glieder zu einer Kette wieder vereinigt? Naja, aber mir, die Glieder sind was? Hunderte von Jahren unterschiedlich alt, vermutlich nichts. Wartet mal, ich habe noch hier das von der, nicht Bereiner, wie hieß sie denn noch gleich? Verzeiht, ich hab's vergessen. Kann ich das da rausreißen oder ist das ein Frevel an Praios? Nun, das ist eine Statue aus der Priester-Kaiserzeit. Es ist nach wie vor eine Praios-Statue. Deswegen frage ich ja. Bevor ihr etwas tut, solltet ihr vielleicht überlegen, ob es klug ist oder ob es dumm ist. Naja, wenn ihr mögt, könnt ihr die überprüfen, ob die Statue magisch ist, aber ich dachte, die letzte wäre schon nicht magisch. Nun, ich vermute nicht, sie ist vielleicht nicht magisch, sondern Kamal aufgeladen, diese Kette. Dann ist es doch was mit Fax. Aber war bei... Also ich denke, ja, allein wenn ihr als Bandstrahler das herausnehmt, sollte Preis euch vergeben. Ja, aber mir, wenn ihr recht habt, dann ist es ja von den Göttern. Dann kann es ja nur gut sein. Wartet mal, bei der Statue im Keller wirkte doch irgendeine seltsame Art von verschleierter Magie, wie nannte die es? Etwas, genau. Die hatte doch keinen Schatten. Ja, genau. Richtig, aber das war kein magischer Effekt. Vielleicht habt ihr ihn nur nicht. Man kann Magie doch verschleiern, dachte ich. Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Hm. Ich schau mal, die Statue hier einen Schatten? Ja, die Statue hat einen Schatten, ja. Verflucht. Aber es muss ja ein magischer Effekt einschatten. Die Kettenglieder haben auch einen Schatten. Ich schau mal, ob sich das Kettenglied irgendwie mit ein bisschen Zug rauslösen lässt oder es wirklich hier irgendwie eingeschmiedet ist. Eingeschmiedet nicht. Du müsstest da auch wieder mit dem Dolch ein bisschen rumkratzen. Hast den ja sowieso schon draußen. Aber wenn du da tatsächlich mit dem Dolch so ein bisschen hebelst, dann geht das auch leicht, sag ich mal. Dann bitte ich stumm Priester Kaiser Noralek um Vergebung und hebel das Kettenglied dorthin aus.